Ach, Schrauber, ich habe die Frage gestellt bekommen, ob man mit einem ganz normalen DSO auch die Sekundärspannung einer Zündspule darstellen kann. Jein. Komm, wir gehen mal zum Auto und machen das einfach mal. So, wir benutzen heute mal unser günstiges Einkanaloszilloskop. Diesmal ein Kabel am roten Anschluss. Ab zum Auto. So, hier haben wir den entsprechenden Motor mit Einzelfunken-Zündspulen. Und da schauen wir mal, ob wir da jetzt mit unserem günstigen, einfachen DSO ein Signal aufzeichnen können. So, die Einstellungen am DSO kann man, glaube ich, gut erkennen. 10 Volt pro Division, auf DC eingestellt, 50 Mikrosekunden, der Trigger steht auf Normal und damit sollten wir eigentlich schon was aufzeichnen können. Wir brauchen allerdings vorher noch ein Spezialwerkzeug für die Zündspulen, und zwar einen Signalverstärker in Form eines 2-Euro-Stücks. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und du kannst das benutzen, was du gerade gesehen hast. Wenn man die Zündspulen miteinander vergleicht und die alle ungefähr ähnlich aussehen, dann kann man schon fast davon ausgehen, dass die Zündspulen alle in Ordnung sind. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.